Ja, mein Name ist Rainer Fechner. Ich bin Leiter der Bell Labs in Deutschland und Vormitglied des Vorstandes der Alcatel-Lucent Deutschland AG. Die Bell Labs macht die Historie berühmt. Ich denke, es gibt sehr, sehr viele Nobelpreisträger. Unter anderem die letzten drei Physik-Nobelpreise gingen an ehemalige Bell Labs-Mitarbeiter. Ich denke, das ist sehr bemerkenswert. Das baut auf, verpflichtet aber auch. Und die Bell Labs sind heute und hoffentlich mehr als je zuvor die Innovationsmaschine von Alcatel-Lucent weltweit. Weltweit sind es etwa 1000. Wir sind ein recht großer Standort mit gut 200 Mitarbeitern. Enterprise 2.0 heißt für mich eine Firma, die ganz stark geprägt wird von den Mitarbeitern selbst, durch Engagement der Mitarbeiter, durch hohe soziale Kompetenz des Managements, aber nicht unbedingt, also schon gar nicht, Hierarchien. Ich erwarte eigentlich vom Management mehr eine Moderator- und Coaching-Rolle. Natürlich muss das Management Ziele vorgeben, aber in der Umsetzung viel mehr noch auf die Mitarbeiter bauen, als es in der Vergangenheit war. Ah, es war ein spannender Tag, weil ein Open Space ist immer etwas, was man nie genau kalkulieren kann. Nicht nur die daran teilnehmen, sind verunsichert, auch ich bin es immer wieder. Aber ich bin auch immer wieder begeistert, welche Energie freigesetzt werden kann, wie man mit einem Open Space Mitarbeiter engagieren kann, wie Mitarbeiter aus sich herausgehen. Und vor allen Dingen immer wieder auch jüngere Mitarbeiter, die doch normalerweise immer etwas zurückstecken gegenüber den etwas Älteren mit längerer professioneller Erfahrung, sich hier dann doch wagen, ihre Meinung zu sagen. Und das ist ganz wichtig, denn wir wollen ja eine Enterprise 2.0 sein und wir wollen auch ein Bell Labs 2.0 sein. Ich denke, einen guten Open Space macht aus, die Teilnehmer, den richtigen Mix an Teilnehmern zu finden. So haben wir auch hier eine Teilnahme organisiert bei Bell Labs, die nicht nur auf Bell Labs zurückgeht, sondern auch Mitarbeiter gefragt, die in Alcatel-Lucent arbeiten und Bell Labs helfen wollen, innovativer zu sein. Und wir haben auch externe Partner, gute Partner mit eingeladen und damit, denke ich, auch eine Bereicherung gehabt. Was macht das noch aus? Es macht sicherlich aus, dass man wirklich die Mitarbeiter selber motiviert, etwas zu tun. Es gibt keinen Top-Down-Approach. Sie müssen sich selbst organisieren. Sie sind selber gefragt. Das merken Sie vielleicht nicht gleich am Anfang, aber dann spätestens dann, wenn sich alle kennengelernt haben und wenn es darum geht, ich will ein Thema diskutieren, denke dann spätestens dann merken Sie es, dass Sie gefordert sind. Spannend bei unserem Open Space heute in den Bell Labs hier in Deutschland war, dass es eine sehr große Vielzahl von Themen gab. Und das spricht dafür, dass auch viele Themen interessant sind. Die Mitarbeiter haben sich aber selbst bereit erklärt, diese Themen zu diskutieren. Aber sie clustern sich letztendlich für mich doch in zwei Bereiche. Ein Bereich ist mehr Methodiken, Prozesse, wie kann man gezielter Innovationen vorantreiben, vor allen Dingen auch bahnbrechende Innovationen. Sicherlich ein Thema, was noch lange erforscht werden muss. Und das Zweite ist, ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir uns sehr oft mit unserer eigenen Kultur auseinandergesetzt haben, mit eigenen kulturellen Schwächen und vor allen Dingen, wo wir hinwollen in unserer eigenen Kultur. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das von den Mitarbeitern kommt. Und es ist Aufgabe des Managements, das auch umzusetzen. Die Idee geht ganz klar auf Wilms Buse zurück. Wir haben uns das erste Mal kennengelernt auf einem Open Space in Berlin. Wir haben aber auch viel gelernt in diesem Open Space, ich zumindest, was junge Menschen an einer Enterprise 2.0 für Anforderungen haben. Und bin damals nach Hause gefahren, auch mit vielen Eindrücken. Bin sehr verunsichert hingefahren, bin total begeistert nach Hause gefahren und habe mir gesagt, das müssen wir bei Alcatel-Lucent machen. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das umsetzen könnte, wie ich meine Forschungskollegen davon begeistern konnte, denn waren ja nicht viele von uns dabei. Aber ich habe alle begeistern können. Wir haben einen Open Space gemacht mit unseren Führungskräften, der aus meiner Sicht ein großer Erfolg war. Und es war einfach die logische Konsequenz, das dann auch in den einzelnen Bereichen zu tun, wie in den Bell Labs. Wir haben diesen ersten Open Space im Haus gemacht mit dem Top-Management, also etwa 100 Managern, und mit den Digital Natives aus unserem Hause, auch teilweise einigen externen. Hier ging es uns wirklich darum, die Augen zu öffnen, dem Management, dass unsere jungen Mitarbeiter möglicherweise ganz andere Vorstellungen haben, wie eine Firma aussehen muss, was sie vom Management erwarten. Natürlich haben wir es auch gemacht, weil wir von den jungen Mitarbeitern erfahren wollten, wie sie kommunizieren. Wir sind letztendlich ein Unternehmen, das Kommunikationsprodukte in den Markt bringt. Und auch wir wollen natürlich verstehen, wie sie kommunizieren, um die richtigen Produkte zu entwickeln. Aber ich glaube, das Wichtigste war einfach der Auslöser, darüber nachzudenken, wie wir in dem Transformationsprozess zukünftig am Markt agieren wollen und vor allem auch intern uns aufstellen wollen mit unseren Mitarbeitern. Digital Natives sind für mich die Generation, die mit dem Web 2.0 aufgewachsen ist, die es gewöhnt ist, mit der ganzen Welt interaktiv zu kommunizieren und sicherlich unsere zukünftigen Mitarbeiter sind. Ich wünsche mir von meinen Managementskollegen, dass sie inspiriert sind durch den Open Space, dass sie das mitnehmen. Sie alle haben eingeklagt heute, dass sie an die Umsetzung
hoffen, und ganz wichtig ist die Umsetzung, dass wir uns auf einige Projekte fokussieren. Ich habe mich persönlich dazu committed, daran werde ich mich auch messen lassen, aber ich brauche natürlich die Unterstützung meines Managements und werde sie auch dort einklagen. Dank DNA Digital haben wir uns mit einer neuen Workshop-Methode beschäftigt und sie eingeführt und merken dabei, dass sie sehr zur Transformation des eigenen Unternehmens beiträgt und vor allen Dingen eben zu einer Enterprise 2.0 führt und Verständnis weckt, was wir eigentlich tun müssen, um Enterprise 2.0 zu werden. Danke an Dennis Buse dafür, dass er uns da herangeführt hat und auch für den heutigen Tag, für den sehr erfolgreichen Open Space bei den Bell Labs in Deutschland.